So, es ist 19 Uhr. Willkommen in der MeinDM-App. Wir haben ein sehr schönes Thema heute vorbereitet. Ich würde sogar sagen, bei dem Thema habe ich so ein richtig gutes Bauchgefühl. Ja? Vielleicht können Sie schon ein bisschen erahnen, es geht um die Stärkung der Mitte. Es geht um Produkte für Sport, für Magen und Darm. Also zuallererst kommen mal alle Sportlerinnen und Sportler so richtig auf ihre Kosten. Die, die es gern aktiv haben. Die, die sagen, ja, ich möchte vielleicht sogar meinen Trainingseffekt ein bisschen verstärken mit der richtigen Ernährung. Und da kann ich jetzt schon mal eines sagen, das Zauberwort lautet Proteine. Um die wird es heute ganz intensiv gehen mit Produkten von Maxi Nutrition. Und dann zweites Thema, ja, ich glaube, das kennen auch sehr viele. Am Freitag starten ja dann alle Bundesländer in die Ferien. Man isst gerne ein bisschen mehr im Urlaub, man isst oft spät, man trinkt weniger, es ist heiß. Manchmal kommt dann auch noch so das ein oder andere Gläschen Alkohol dazu. Und dann wissen wir alle, was öfters mal passiert. Es zwickt und zwackt in der Bauchgegend. Auch da haben wir heute auf jeden Fall eine Lösung für euch vorbereitet. Ihr wisst ja schon, wie es funktioniert. Die Produkte, die werden eingeblendet, einfach raufklicken und dann landen sie auch schon zack im Warenkorb. Übrigens, die Produkte von Maxi Nutrition, die werden heute 25-fach bepunktet. Alles zu den Coupons und Co. übrigens dann noch später. Vorher aber noch ganz, ganz wichtig, es gibt auch wieder eine Überraschung für euch. Es gibt was zu gewinnen. Und zwar haben wir von beiden Marken, einmal von Abtei und einmal von Maxi Nutrition, eine Box vorbereitet. Also 10 Abtei, 10 mal Maxi Nutrition mit den Produkten. Ich glaube, das wird dann einfach ein sorgenfreier Urlaub, sorgenfreie Ferien. Teilnahme ist auch ganz klar. Jeder, der in diesem Stream dabei ist, jeder, die in diesem Stream dabei ist, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Aber ganz wichtig, die Adresse muss natürlich hinterlegt sein, sonst wissen wir nicht, wo soll man die Produkte hinschicken. Wäre ja ewig schade drum. Dann haben wir natürlich noch unsere Chat-Funktion. Wir sind sehr gespannt, welche Fragen ihr vorbereitet habt, welche Fragen ihr für unsere Expertinnen und Experten habt. Also einfach wild drauf losschreiben. Wir schauen, dass wir möglichst viele Fragen heute im Laufe dieser Sendung beantworten werden. Ja, und jetzt ist es soweit. Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Coupons? Das ist die Antwort. Wie löse ich den Coupon aus der DM Live Show in der MeinDM App ein? Öffnen Sie die MeinDM App. Aktivieren Sie Ihren Gratisartikel oder Ihren Payback-Coupon im Bereich Coupon. Gratisartikel, legen Sie den Gratisartikel in den Warenkorb. Payback-Coupon, legen Sie Ihren gewünschten Artikel der Payback-Promotion in den Warenkorb. Im Warenkorb wird Ihnen dann durch die Aktivierung des Coupons der Rabatt abgezogen. Wie löse ich den Coupon in der Filiale ein? Öffnen Sie die MeinDM-App. Tippen Sie auf den Bereich MeinDM und dann in weiterer Folge auf Ihre digitale Kundenkarte. Öffnen Sie Ihre digitale Kundenkarte ganz leicht direkt über den neuen Floating Action Button auf der Startseite. Zeigen Sie den QR-Code direkt an der Kasse vor und lassen Sie diesen scannen. So, und da sind wir wieder. Wir starten los mit Maxi Nutrition. Also alle Sportlerinnen und Sportler, aufgepasst. Jetzt gibt's was ins Gläschen, kann man sagen. Ich freue mich über meine Gäste. Mario Tlapak ist da, Außendienstmitarbeiter und selbst Sportler. Also der Mann weiß einfach, wovon er spricht. Ja. Herzlich willkommen, Mario. Und Tamara Knesewitsch ist auch bei uns Ernährungsexpertin im Auftrag von Leistungssport Austria. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Das ist das Bundesinstitut für Leistungs- und Spitzensport. Und ihr habt eine Kooperation miteinander. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ihr prüft die ausgewählte Produkte von Maxi Nutrition und auf Empfehlung für sportlich Aktive werden die Produkte dann mit einem Gütesiegel ausgezeichnet. Richtig, das ist dann auf den Produkten auch ersichtlich. Also da kann man mal beim nächsten Einkauf im DM schauen, wo ist das Gütesiegel drauf. Schön, dass ihr bei uns seid. Lieber Mario, ich muss das jetzt sagen, du hast heute Geburtstag. Dankeschön. Happy Birthday. Dankeschön. Ich hätte schon einen Vorschlag, was ist, wenn wir einfach einen Proteinshake auf dich trinken? Sehr gerne. Wir machen das heute nicht mit Champagner, sondern wir machen das bitte mit Maxi Nutrition Whey Pulver Vanille. Genau. Ein wirklich super Proteinshake, wie auf der Verpackung auch schön zum Sehen, es ist Vanille. Man sieht auch schön drauf für die Konsumenten und Konsumentinnen,
es ist, wie viel Gramm Proteine so ein Shake enthalten ist. Aber ich hätte gesagt, das machen wir mal. Ja, gerne. Also auf das habe ich mich heute ehrlich gesagt am meisten gefreut. Ein bisschen eine Proteinshake-Verkostung. Was präferiert ihr? Normale Milch oder einen Haferdrink? Also ich bin beim Haferdrink dabei. Kann man gerne machen. Ja, super. Sehr gerne. Und Mario, aber grundsätzlich ist es so, diesen Proteinshake, weil du jetzt schon in Action bist, womit am besten anrühren? Das ist nach Vorliebe. Es gibt Personen, die was lieber mit Wasser haben, dann gibt es die Personen, was mit einer Milch oder mit Milchersatzprodukten haben. Ich persönlich habe es mit einer fettfreien Milch, weil da habe ich dann noch eine schöne cremige Konsistenz dabei und ist jeder, wie er es am liebsten hätte. Grundsätzlich zwischen 250 und 300 Milliliter Flüssigkeit dazu. So, sind jetzt. Ja, wir machen das damals mal Pidos Geburtstag. Du kannst ja heute auch ruhig ein bisschen verlangen. So, dann kommt das Pulver dazu. Dann kommt das Pulver dazu. Sehr fein. Hast du schon aufgemacht, ja? Wie schaut es mit der Dosierung aus? Was braucht es? Es braucht so circa 30 Gramm an Pulver, das ist eine Portion. In so einer Verpackung sind 14 Portionen drinnen. Und das, wer es genauer haben will, macht es mit einer Waage. Wir machen es hier jetzt nach Gefühl. Das sind 2, 3. Ich glaube, wir lassen ihn Mario da ruhig einmal ein bisschen herumprobieren. Tamara, du bist eben als Ernährungsexpertin heute hier bei uns. Es ist immer so viel die Rede von Protein. Es gibt auch sehr viele Proteinprodukte. Aber was ist das Besondere an Whey-Protein? Mhm. Whey-Protein ist eigentlich das Molkenprotein. Und das hat die Eigenschaft, dass das ganz gering an Laktose ist, sprich es ist auch sehr gut verdaulich. Es wird schnell von unserem Körper aufgenommen und das belastet den Magen-Darm-Trakt nicht, wodurch es dann sehr optimal vorm und auch nach dem Training, nach der Belastung ist. Genau. Mhm. Wenn man jetzt sich Whey-Protein kauft, dann weiß ich, dass das oft ganz schwierig ist mit dem Umrechnen, also diese Angaben auf den Verpackungen. Da habt ihr uns eigentlich relativ leicht gemacht. Genau, wir haben es schon wirklich auf der Verpackung ersichtlich. Also der Konsument oder die Konsumentin wissen, eine Portion von dem Pulver haben 23 Gramm Proteine und sind auch zuckerarm. Mhm. Also von der Zusammensetzung her für die Sportler wirklich optimal und man braucht sich jetzt keine großen Gedanken machen, okay, wie viel Protein brauche ich, um das jetzt da zum Decken. So, werden wir ist dann. Ist das soweit? Ja. In der Zwischenzeit, Tamara, wann brauche ich dieses Protein im Speziellen? Also vor allem, wenn ich jetzt so im Breitensport, Hobbysport unterwegs bin, wann ist mein Proteinbedarf am höchsten? Am besten kann man den Proteinbedarf vor und nach der Belastung decken. Da spricht man auch von einer sportgerechten Ernährung, wenn man mit Energie ins Training geht und dann auch die Energie, die man verbraucht hat, nach dem Training auch wieder auffüllt. Also da ist auch immer so diese Frage, vorm Training, nach dem Training, manche trinken es auch während dem Training. Mhm. Was ist da so deine Einschätzung? Beides, also vor und nach dem Training ist sehr wichtig. Wenn man sich entscheiden muss, ob man vor oder nach dem Training macht, dann lieber davor, damit man eben schon mit Energie ins Training geht und damit nicht die eigenen Körperreserven aufgebraucht werden. Man kann es auch währenddessen trinken. Ich persönlich habe das nicht so gern, aber das ist dann wieder auch Geschmackssache, oder? Genau. Sehr individuell. Auf jeden Fall Fakt ist, wenn man Sport macht, hat man einen erhöhten Proteinbedarf und den kann man hier ganz gut decken. Schauen wir mal, ob man das einfangen kann. Das hat tatsächlich diese Vanille drinnen, diese genau. Bourbon-Vanille. Ja, genau. Man sieht hier diese Pünktchen, diese typischen von der Vanille, die schwimmen hier jetzt da an der Oberfläche. Mhm. Wir verwenden auch wirklich nur natürliche Zutaten. Es sind keine Farbstoffe mit drinnen enthalten. Also wir haben hier wirklich ein qualitativ hochwertiges, natürliches Produkt. Man riecht es, glaube ich, auch. Ja, also man kann den Geruch sehr cremig beschreiben. Aber jetzt, was mir da besonders auffällt, es hat nicht so diesen künstlichen Vanillegeruch, den man oft auch kennt. Es wird halt wirklich Vanille verwendet. Mario, auf dich. Dankeschön.
Das gönnen wir uns. Tschüss, Prost. Also was mir jetzt nämlich aufgefallen ist, wie du geschenkt hast, habe ich mir gedacht, so jetzt bin ich aber gespannt, wie sich das löst. So, das hat sich komplett gut aufgelöst. Hat sich komplett aufgelöst. Und hat auch so ein bisschen den Schaum oben. Keine Klümpchen drinnen, es ist cremig, es schäumt leicht schön, was wirklich auch dann auf der Zunge ein schönes Gefühl gibt und es schmeckt wirklich hervorragend. Und hier sieht man es jetzt auch nochmal mit den Pünktchen. Mhm. Haben wir nochmal. Und jetzt haben wir das mit einem Milchersatz, einer Pflanzenmilch quasi, Pflanzendrink zubereitet. Hast du nur andere Ideen für uns? Wie könnte man das noch zubereiten? Es gibt so, wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Proteinpulver einsetzt. Ich zum Beispiel mische es in mein Frühstück hinein. Mein Frühstück besteht aus Kühe, Topfen, Haferflocken. Da mische ich das drunter und habe dann einen Geschmack dabei, weil Skyr-Topfen ist eher geschmacksneutral und somit kann ich abwechselnd jeden Tag einen anderen Geschmack haben. Wir haben nämlich auch noch andere Geschmäcker. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch noch einen Erdbeergeschmack und kann dann schön variieren. Mhm. Oder man kann damit backen oder Desserts machen. Also die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt. Ich hätte jetzt nämlich als allererstes die Idee gehabt, das zu einem Cheesecake zu verarbeiten. Das ist ja oft sehr beliebt beim Backen mit dem Whey-Pulver. Also du sagst, das ist abgesegnet, kann man probieren. Ist schon sehr oft bei uns zu Hause gemacht worden. Gibt dem Ganzen dann auch nochmal so eine leichte Vanille-Touch jetzt da. Und einfach in die Zutaten, je nach Größe, 30 bis 60 Gramm Proteinpulver dazu und wird wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt ja im Supermarkt quasi fertigen Vanilletopfen zum Beispiel, gerade für Sportler zu kaufen und man ist sich da aber oft dann nicht ganz so sicher, wie es mit den Zutaten ausschaut. Das wäre dann so eine Alternative, sich das einfach selbst clean anzurühren. Genau, da weiß man dann, okay, was drinnen ist, wie viel Protein ich da wirklich zugefügt habe. Also ich mache es nur so. Ich kaufe mir keine fertigen Topfen Proteinprodukte oder Proteinpuddings. Ja. Ich mache das alles mit den Proteinpulver, kann man es wirklich super machen. Ich mache das ab sofort jetzt auch so. Hast mich überzeugt. Und ja, jetzt haben wir schon den Drink, aber es braucht auch noch einen Geburtstagskuchen oder so etwas in der Art. Auf jeden Fall etwas Süßes und da bin ich schon sehr gespannt. Wir kommen zum nächsten Produkt. Creamy Core Protein Bar. Und wir haben was vorbereitet. Ja, wir haben natürlich gesagt, wir möchten das unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal zeigen, wie denn das Ganze aufgeschnitten aussieht. Weil es heißt ja nicht umsonst Creamy Core. Was haben wir denn da mitgebracht? Also das ist ein klassischer Proteinriegel, hat einen cremigen Milchkern, der dann von der Proteinmasse umhüllt ist. In diesem Fall ist das ein Blueberry-Proteinriegel, hat dann auch noch Mandeln und eine weiße Schokolade umhüllt, was das Ganze ein Geschmackserlebnis der besonderen Art macht. Er ist wirklich weich, es ist nicht mehr, dass sie hart sind. Man sieht auch hier am Produkt oben, wie viel Gramm Protein enthalten ist. In diesem Fall haben wir 15 Gramm drinnen. Und es ist auch ein zuckerarmer Riegel und passt super auch als Belohnung in den Alltag hinein. Aber hätten wir mal gesagt. Wollen wir kosten, oder? Ich habe einen Hunger, ja. Ja, du hast einen Hunger, bitte. Mario greift zu, Tamara natürlich auch. Tamara, was ist jetzt so deine Empfehlung? Während ich da so ein bisschen dahin nasche, ich hoffe, es ist in Ordnung. Wie kann man Proteine in den Alltag einbauen?
Mhm. Wir generell gehen nach dem Food-First-Prinzip. Das heißt, alles, was mit dem Essen gedeckt werden kann, soll auch mit dem Essen gedeckt werden. Es gibt Personen mit einem erhöhten Nährstoffbedarf, zum Beispiel an Eiweiß. Das kann dann zum Beispiel mit Eiweißriegeln, mit Eiweißshakes gedeckt werden, wenn man zum Beispiel im Muskelaufbau ist. Aber ansonsten tierische und pflanzliche Lebensmittel gibt es da, die besonders proteinreich sind. Und die tierischen sind da zum Beispiel Milchprodukte, Eier, Fisch oder auch Fleisch. Mhm. Und die pflanzlichen sind dann beispielsweise die Sojabohnen oder alles, was aus Soja gemacht wird. Und auch die Hülsenfrüchte wie weiße Bohnen, Kidneybohnen, Erbsenlinsen. Mhm. Ich muss das jetzt einmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen erklären, ja? Wonach es schmeckt, wenn es ein Laie kostet, also wie mich. Also man hat einmal auf jeden Fall dieses Knacken von dieser weißen Schokolade, von dieser Außenhülle. Dann diese Flakes, die da oben sind. Wahnsinn. Also doppeltes Geschmackserlebnis schon mal. Mhm. Und dann dieser Creamy Core, also dieser cremige Kern. Und da kommt ganz klar diese Blueberry-Muffin-Note raus. Ja. Ich bin fasziniert. Ja. Also wenn man nicht wüsste, dass das auch wirklich für den Sport geeignet ist, man könnte meinen, es ist eine Art Schokoriegel, oder? Eine Art Schokoriegel, mhm. Ja. Genau. Wie ist die Empfehlung, wann greife ich zum Shake und wann greife ich zum Proteinriegel? Es ist auch eher individuell. Für mich ist der Proteinriegel eher ein Dessert. Man kann es aber auch zum Beispiel vor einem Workout, wenn man jetzt... Was wenn man, auch gut wenn man, passen wenn man das Bedürfnis hat. Wenn man das Bedürfnis, ja. Der Körper sagt es einem ja eigentlich. Genau, was auch gut passen würde beim Riegel, ist zum Beispiel das Casein enthalten. Mhm. Das sorgt dafür, dass der Muskel länger mit Aminosäuren versorgt ist. Das heißt, kann man sich als konstanten Zustrom von Aminosäuren an den Muskel vorstellen. Also Aminosäuren sind die kleinsten Bestandteile von Proteinen. Und das würde zum Beispiel gut passen, wenn man nachmittags vielleicht mal einen Hunger verspürt, damit man ein bisschen länger gesättigt ist als zum Beispiel mit dem Shake, weil flüssige Produkte auch schneller verstoffwechselt werden. Aber dafür ist es ja auch leichter bekömmlich, so vom Vergleich her. Es ist auch schon eine Frage für euch reingekommen, und zwar, kann man Proteinpulver verwenden, wenn man nicht trainiert? Ja. Ich würde schon sagen, ja. Kann man auf jeden Fall verwenden, genau. Weil der Körper eben auch im Nicht-Trainingszustand den Bedarf von Protein hat. Genau, also es ist ja auch unterschiedlich, welchen Beruf man nachgeht. Es gibt auch Berufe, wo man körperlich stärker betätigt ist, als wenn man jetzt zum Beispiel im Büro sitzt. Auch da ist der Proteinbedarf ein bisschen erhöht, und es wird nichts dagegen sprechen, ab und zu mal auf einen Proteinshake zurückzugreifen. Also da gibt es keine gesundheitsschädlichen Folgen davon. Da passt eigentlich auch gleich die nächste Frage dazu, und zwar, wie viel Protein ist zu viel am Tag, beziehungsweise eben wie viel sollte man am Tag zu sich nehmen? Mhm. Das ist auch ganz vom Bedarf abhängig. Also das schaut man sich am liebsten in einer individuellen Ernährungsberatung an. Je nachdem kann man bei gesunden, erwachsenen Personen von einem Proteingehalt von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ausgehen. Es kommt dann ganz darauf an, wie oft ich trainiere, was ich trainiere. Bin ich im Krafttraining? Habe ich ein Ausdauertraining? Ist es eine Mannschaftssportart? Je nachdem ist dann der Proteinbedarf erhöht. Und ich glaube, wie wir vorhin gesagt haben, man darf auch ein bisschen auf den eigenen Körper hören, wenn man das Bedürfnis hat, kann man zugreifen. Und das ganz ohne schlechtem Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen, ja. Genau. Fein. Also was mir auffällt, da ist auch ordentlich was drinnen, nämlich, weil das ist auch nicht immer so. Ja, ist ein 45-Gramm-Riegel. Kann man sich ja aufteilen. So, ich mag das ganz gerne. Ich teile mir das dann so auf und dann esse ich das über den Tag verteilt. Also wenn ich zum Beispiel Dreharbeiten habe, dann ist es so, dann will ich nicht allzu viel zu mir nehmen. Ist das eine Methode? Auf jeden Fall. Man hat dann in mehreren Zwischenmahlzeiten den Proteinbedarf gedeckt, wenn man den zum Beispiel aufteilt. Deswegen ist freigegeben. Ist freigegeben, ja. Dann machen wir weiter. Ich habe dann noch etwas für euch. Also der war schon mal ganz, ganz ausgezeichnet. Wir machen weiter mit dem nächsten Riegel. Und zwar ist das Peanut Caramel. Auch wieder so ein großes Ding, irgendwie ganz schön schwer. Und auch den haben wir aufgeschnitten. So, Peanut Caramel. Peanut Caramel, ja. Dann präsentieren wir auch wieder diesen schönen Core, weil auch der heißt natürlich wieder Creamy Core. Was müssen wir über den wissen? Genauso wie der Blueberry Muffin, auch mit 45 Gramm, hat 15 Gramm Protein, und man sieht auch auf der Verpackung
die Angaben, die Nährwertangaben. Und hier sieht man wahrscheinlich auch ganz schön aufgrund der Farbgebung den Creamy Core des Karamell. Mhm. Und ist eben auch wieder mit dem, der Proteinmasse umhüllter Kern und dann mit einer Vollmilchschokolade und Erdnussstückchen umhüllt. Da ist jetzt die Vollmilch drinnen, oder? Mhm. Und das ist mein persönlicher. Oh, na komm, dann darfst du als Erstes. Dankeschön. Mario, greif zu, bitte, wir wollen da nichts wegessen. Aber ich koste natürlich auch, Tamara wahrscheinlich auch. Sag mal, aus eurem persönlichen Sportumfeld, jetzt klären wir mal auf. Tamara kommt nämlich meiner Meinung nach aus einem wirklich sehr, sehr interessanten Sport. Nämlich? Dem Fußball. Fußball. Mhm. Genau, also bei mir ist Fußball und Krafttraining kombiniert. Je nachdem, ob ich jetzt Off-Season habe, also Fußballtraining habe oder nicht, kommt das Krafttraining mehr oder weniger zur Geltung. Aber so schaut der Alltag aus, genau. Und ist bei dir in der Trainingstasche immer sowas eingesteckt? Kann man sich das vorstellen? Wenn ich knapp an der Zeit bin und wenn ich weiß, beispielsweise, ich habe am Nachmittag ein Training oder am Abend ein Training und bin am Vormittag oder zum Mittag unterwegs bzw. arbeiten, dann kann man zum Beispiel so einen Riegel gut als schnellen Energiekick verwenden, mhm, um eben mit Energie in ein Training zu starten. Da will man was dazu wissen, nämlich stimmt es vor dem Training Protein für Muskelaufbau, nach dem Training zum Abnehmen? Generell die Proteine sind wichtig für eine Muskelregeneration, dass der Muskel eben mit Eiweiß versorgt ist und dass man auch gut versorgt in ein Training startet. Zum Abnehmen werden Proteinprodukte oft vermarktet, aber tatsächlich kann man abnehmen dann, wenn man in einem Kaloriendefizit ist. Mhm. Und da kann die Eiweißzufuhr dann auch helfen, indem man die Muskeln erhält, weil man möchte ja keine Muskeln abbauen, wenn man abnimmt, sondern eben das Fett, mhm, vorzüglicherweise. Deswegen bleiben die Muskeln durch die Proteine enthalten und wenn man in einem Kaloriendefizit ist, kann man so das abbauen, was man abbauen möchte, eben die Fettreserven. Also so würde es funktionieren, in der Theorie. Genau. Ja, jetzt mal nur kurz zu deinem Lieblingsriegel. Ja. Ja, der Creamy Core ist natürlich wieder Wahnsinn. Ne? Ja. Also sehr, sehr spannend auch da wieder. Was ich so faszinierend finde an diesen Produkten, ist wirklich, wenn unterschiedliche Konsistenzen in einem Produkt aufeinandertreffen. Ich kann mir vorstellen, das braucht da irrsinnig viel Forschung und Entwicklung für sowas. Aber, und das muss man jetzt auch mal gesagt haben, ihr habt es ja relativ leicht, weil euer Unternehmen hat ja eine Geschichte. Genau. Also wir kommen ursprünglich aus der Süßwarenproduktion und daher können wir Geschmack. Und wir haben die Kompetenzen einfach miteinander verbunden, vereint und haben den Geschmack in Proteinriegeln in Sportnahrung reingepackt und dabei ist dieses wunderbare Produkt dabei herausgekommen, das Süße mit dem Gesunden verbunden und ich glaube, das kann man auch wirklich schmecken. Da ist ein, ja. Also der Plan war, dass man diese Riegel so nah wie möglich an Süßwaren ranbringt, nur natürlich mit ganz anderen Inhaltsstoffen. Genau. Und dann wird das besseren Nährwerten zigfach verkostet. Ja. Einer geht noch, oder? Was sagt ihr? Einen probieren wir jetzt noch. Also das war mal Creamy Core Peanut Karamell. Wir machen einen Wechsel, weil auf den bin ich auch schon gespannt. Der schaut aufgeschnitten schon so gut aus. Ja. Das ist der Protein Nut Bar Salted Peanut. Also Salted Peanut. Wir machen einen Wechsel. Bitteschön. Was habt ihr denn da mitgebracht für uns? Das ist ein Nussriegel mit 10 Gramm Proteinen, haben dann auch noch so Crisps drinnen, was auch noch einmal einen extra Crunch dem Ganzen verleiht, ist mit einer weißen Schokolade ummantelt, übergossen und ja, einfach probieren, schmeckt aber das einfach. Ist schon, also wenn du von Schokolade sprichst, das ist Schokolade? Es ist Schokolade. Hm. Es ist tatsächlich Schokolade in einem ganz... Ja. Dezenten Verhältnis. Ich zum Beispiel tue mir den auch in mein Frühstück rein, zum Beispiel auch als Fettquelle jetzt da und verleiht dem Frühstück auch noch einmal durch die Nüsse einen extra Crunch und zusätzliche Energie durch die Nüsse.
Also wie so ein Topping, oder? Genau, als Topping einfach drüber. Und Mario, du brauchst ja Fett, weil erzähl uns einmal, was du nämlich in deiner Freizeit für Hobbys nachgehst. Ich koste in der Zwischenzeit, ja? Bitte, sehr gerne. Tamara, also, bitte auch gern. Also ich bin im Ausdauersport, beziehungsweise auch so Krafttraining. Ich laufe irrsinnig gern und viel und habe jetzt da vor ein, zwei Jahren als Hyrox für mich entdeckt. Hyrox. Das ist eine Kombination aus 8 Kilometer laufen und stationären Workout, also 8 Workouts, und dauert so in der Regel Stunde 20, Stunde 45, und da ist man ständig am Anschlag und verbraucht irrsinnig viel Energie, und dann ist so ein Riegel danach optimal. Ja, da brauchst du die Energiereserven wieder aufzufüllen. Und da haben wir eben jetzt vermehrt Nüsse drinnen. Was bringen uns die gerade im Zusammenhang mit Sport, Tamara? Generell, die Nüsse haben ungesättigte Fettsäuren enthalten, die generell gut auf unser Immunsystem wirken. Und was wir auch noch besprechen müssen, ist das Stichwort Anti-Doping. Kölner Liste, das haben viele vielleicht schon mal gehört. Was hat das im Zusammenhang mit eurem Unternehmen zu tun, also Maxi Nutrition? Und vor allem, warum ist das nämlich auch für den Breitensport, den wir alle betreiben, spannend und wichtig? Die Kölner Liste ist eine Initiative aus dem Sport. Die testet Nahrungsergänzungsmittel auf Hormone oder auf verbotene Substanzen. Wenn diese Nahrungsergänzungsmittel keine Hormone oder keine verbotenen Substanzen enthalten haben, dann kommen sie auf die Kölner Liste. Sprich, alles, was man da findet, ist frei von solchen Stoffen. Und für den Breitensport ist es auch deshalb wichtig, damit man keine gesundheitsschädlichen Stoffe zu sich führt. Also das wird sehr, sehr streng gehandhabt, diese Liste. Und generell sind alle Produkte wirklich wissenschaftlich erarbeitet in diesem Unternehmen und werden dann eben auch im Zuge dieser Kooperation getestet, sehr streng geprüft. Und wenn es eben für den Breitensport eine Empfehlung gibt, dann mit dem Gütesiegel versehen. Und jetzt haben wir noch eine Frage. Welcher von den Riegeln schmeckt euch drei persönlich am meisten? So, das ist jetzt eine Umfrage. Fangen wir mal du an. Bei dir weiß ich schon, oder? Ich habe es eh schon gesagt. Mein absoluter Favorit ist der Creamy Core Peanut Karamell. Den könnte ich. Ich finde den auch am besten, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den auch ganz gut gefunden, den Blueberry Muffin, weil vom Feeling her ist der nicht so gehaltvoll wie vielleicht so die Nuss und die Peanut. Er ist fruchtig und erfrischend und ist dadurch ein bisschen leichter. Er fühlt sich leichter. Im Vergleich ein bisschen leichter an, und den sehe ich so wirklich nach so einem Sommertraining. Ich war heute schon in Pilates und es war irgendwie in der Früh schon so heiß. Und da stelle ich mir vor, wenn ich das aus dem Pilates-Training rausgehe und dann esse ich Blueberry Muffin. So. Also ich stimme für Blueberry Muffin und ihr beide habt noch den anderen gewählt. generell, wie schaut es aus? Ist das sowas Haltbarkeit im Sinne von, schmilzt man das dahin oder muss ich auf irgendwas achten? Kann ich das in die Trainingstasche geben und einfach dann bei Bedarf auspacken? Also ich sage jetzt einmal, es ist ummantelt mit Schokolade. Und wir wissen, was das macht, ja? Schokolade schmilzt, erhaltet mit Sicherheit einige Zeit aus, aber jetzt im Auto lassen, bei 30 Grad Außentemperatur, würde ich eher nicht empfehlen. Ich glaube, bei der Schokolade können wir es uns alle vorstellen, aber was die anderen Inhaltsstoffe anbelangt, die bleiben beständig und sind wahrscheinlich immer gut genießbar. Auch wenn es mal heiß hergeht. Ich schon behaupten, ja. Dann haben wir noch was vorbereitet. Und zwar geht es jetzt um die Hydration, Hydration-Tabs nämlich im Speziellen. Ich räume da mal ab. Und in der Zwischenzeit könnt ihr mir beide schon verraten, Hydration Tabs, warum brauchen wir das? Warum brauchen wir überhaupt diese Hydrierung? Dadurch, dass in den Hydration Tabs, da kann man ein
zuckerfreies Erfrischungsgetränk damit herstellen, das reich an Elektrolyten ist. Und diese Elektrolyte werden zum Beispiel beim Sport oder auch bei stärkerer Betätigung, beim Schwitzen, ausgeschieden. Und wenn man dann so ein Elektrolytgetränk hat, kann man genau diese Stoffe, das sind Natrium, Magnesium, Kalium, Calcium, die Stoffe, die man ausschwitzt, wieder optimal hinzufügen. Also die Zusammensetzung von diesen Mineralstoffen ist ungefähr dem des Schweißes gleichgesetzt. Also da kann ich mal ein erfrischendes Getränk anrühren. Das mache ich gleich mal, ja, oder? Bitte, darf ich das mal ausprobieren? Ja. Also vom Aussehen her, so kann man sich die Tabs vorstellen. Wie viele Stück sind drin? Das sind 10 Stück in so einer Tube drinnen. 10 Stück, das heißt, das ergibt 10 Getränke, die ich mir machen kann. Auf 500 Milliliter Wasser, ja. Ein Tab hineinschmeißen. Das probieren wir aus. Und wäre das jetzt zum Beispiel was, wo ihr sagt, das ist das Getränk, das ich mir auch gleich mitnehme zum Training, ja? Um es dann im Laufe des Trainings zu trinken? Wenn man weiß, es ist eine intensive Einheit, dann kann man darauf gern zurückgreifen. Es ist aber auch im Alltag, wenn man weiß, es ist heiß, man schwitzt viel. Gerade im Sommer kann es dazu verhelfen, auch mehr zu trinken, weil es ein erfrischendes Getränk ist und auch um das Ausgeschiedene vom Schweiß wieder hinzuzufügen. Da gibt es einen interessanten Begriff dazu, nämlich schweißangepasstes Trinken. Gefällt mir irrsinnig gut, was ist gemeint? Ja, an das, was man ausschwitzt, quasi wieder hinzuzufügen mit dem, was man mit Elektrolyten oder auch generell mit dem Wasser trinkt. Auch da kann ich mir vorstellen, dass die Frage beim Publikum auftaucht, wenn ich jetzt nicht Sport mache und aber auch kein Wasserfan bin und bei Temperaturen wie heute braucht man einfach mehr. Ist das genehmigt? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, vor allem man kann es auch wirklich gut überall mit hinnehmen, die Tabs, weil es eine kleine Tube ist, die passt in eine jede Tasche rein und man schnell einmal ein Glas Wasser aufgelöst und man hat ein super Erfrischungsgetränk, was wirklich auch erfrischend ist und wenn man es dann trinkt, es sprudelt auch leicht noch auf der Zunge und es ist... Ja, man muss probieren, man oder? Man kann nicht mehr so viel drüber reden, aber im Endeffekt muss man es probieren, damit man weiß, wovon man spricht. Das mache ich einfach gleich, ja, bitte. So. Also, ich beschreibe auch mal kurz den Geruch. Das ist leicht so säuerlich erfrischend. Also, man merkt auch da schon, das ist zuckerfrei. Es ist zuckerfrei, es ist zuckerfrei. Kein Zucker drinnen. Mhm. Es ist auch vegan. Mhm. Also, für Veganer auch geeignet? Geeignet, ja. Mhm. Ganz angenehm, weil es hat trotzdem ein bisschen eine Süße, ein bisschen einen Geschmack, aber eher so einen fruchtigen Geschmack, den man von der Frucht selbst oft auch kennt. Ja? Und es prickelt tatsächlich so auf die Zunge, wie du gesagt hast. Genau deshalb kann es dann wahrscheinlich auch verhelfen, mehr zu trinken. Ja. Was ist deine Empfehlung, auf wie viel Wasser oder eben Getränke, wie mit diesen Tabs soll man kommen, gerade jetzt? Generell, man kann es sich genau ausrechnen mit 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Da zieht man dann ein Drittel von der normalen Ernährung ab und den Rest soll man trinken. Aber wenn man nicht so gerne Wasser trinkt und darauf zurückgreifen will, kann man ein, zwei Gläser mit dem gut abdecken und dann eben das Wasser noch dazu. Also eine Erfrischung für zwischendurch. So wie ich dich kenne, machst du wahrscheinlich auch Cocktails damit, oder? Irgendwelche Rezepte? Cocktails habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es steht täglich am Tisch, vor allem nach eben langen Laufeinheiten. Mhm. Da wird das einmal runtergeäxt. Ja. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann einfach, dass der Körper schon danach schreit. Er lechzt danach. Ja, lechzt also, danach. Also es ist wirklich so, und auch an die heißen Tage jetzt da, da ist das um einiges besser wie, also geschmacklich. Geschmacklich um einiges besser. Ja, also ich habe heute das volle Programm bekommen. Ich muss sagen, der Whey Shake hat von mir auch volle Punkteanzahl bekommen, total cremig. Das ist was Erfrischendes. Unsere Riegel dazwischen, ja, meiner Meinung nach schmecken wie Süßwaren, aber das hast du jetzt eh schon geklärt, warum das so nah rankommt. Dann bedanke ich mich recht herzlich.
Lieber Mario, liebe Tamara, vielen Dank. Ich wünsche euch einen sportlichen Sommer, aber da mache ich mir mit euch beiden eh überhaupt keine Sorgen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und wir bauen um in der Zwischenzeit. Ich gebe meine Shakes auch mal zur Seite. Ich lasse mir das vielleicht noch so auf der Seite, weil ja, ein bisschen Durst bekommt man auch immer bei unseren Produktpräsentationen. Und machen weiter mit Melanie Meister. Sie ist Brandmanagerin von Abtei für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hallo, liebe Melanie. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich auch. Das ist ja ein spannender Beruf, das muss man mal klären. Also Brandmanagerin, was heißt das eigentlich? In deinem Fall ist es tatsächlich so, dass du bestehende Produkte weiterentwickelst auf Basis von Konsumentenfeedback und neue Produkte entwickelst. Und zwar so, dass das nach den Konsumentenwünschen und Trends angepasst ist. Erzähl uns einmal, was steckt da dahinter? Was ist überhaupt Abtei? Eine Traditionsmarke, würde ich fast sagen, oder? Genau, auf jeden Fall sind wir mit Abtei eine Traditionsmarke. Wir verbinden unsere langjährige Erfahrung, die wir haben, mit der modernen Wissenschaft und können so Produkte als Gesundheitsexperte für unseren Konsumenten bieten, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Konsumenten unterstützen in allen möglichen Alltagssituationen, wie zum Beispiel beim Sport, wie wir es eben hatten, oder auch Mangelverdauung hast du vorhin schon angesprochen. Und da möchten wir einfach unser Wissen mit den Konsumenten teilen und ihnen Produkte bieten, die sie da in diesen Lebenssituationen unterstützen können. Ihr setzt auf Natur, ihr setzt auf Wissenschaft und die Kombi, was da rauskommt, das werden wir uns heute noch im Laufe dieser Sendung anschauen. Aber vorher noch muss ich auch dir gratulieren, nicht zum Geburtstag, aber eurem Unternehmen zu einer Auszeichnung. Und zwar, Abtei ist Most Trusted Brand 2023 geworden. Also, das heißt schon was. Genau, das ist eine Auszeichnung, über die wir besonders stolz sind, denn sie wird von den Konsumenten vergeben, in diesem Fall von deutschen Konsumenten. Die Zeitschrift Reader's Digest befragt jedes Jahr eine bevölkerungsrepräsentative Gruppe von wirklich Konsumenten, welche Marke in verschiedenen Bereichen sie am meisten vertrauen und welche Marke sie auch dementsprechend ihren Freunden und Familien weiterempfehlen würden. Und da sind wir besonders stolz drauf, dass wir da als Nummer 1 Marke herausgegangen sind in der Kategorie Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Und das tatsächlich nicht zum ersten Mal, sondern tatsächlich zum 18. Mal in Folge. Oh, 18. Mal, Wahnsinn. Genau. Most Trusted, um das auch mal zu übersetzen, also die Brand, die Marke mit dem meisten Vertrauen von den Konsumenten. Genau, kann man quasi als vertrauenswürdigste Marke übersetzen. Und ich meine, mit Abtei, wir haben 125 Jahre Erfahrung. Das ist nämlich auch ein Geburtstag, den wir hatten. Letztes Jahr haben wir 125-jähriges Jubiläum gefeiert. Und freuen uns einfach, dass wir jetzt dann nach unserem Jubiläumsjahr diese Auszeichnung als Most Trusted Brand wiedergewinnen konnten. Und du hast es kurz schon angesprochen, aber was ist so dieser Überblick, die Produkte, die ihr macht, die Produktrange von bis, deckt sehr viel ab? Genau, das deckt sehr viel ab, das hast du schon richtig gesagt. Wir haben da wirklich einiges zu bieten, ob das jetzt im Bereich Vitamine, Mineralstoffe ist oder Haut, Haare, Nägel für die Schönheit von innen, aber auch für Magenverdauung, Erkältungsprodukte oder auch einfach für Energie und Leistungsfähigkeit, aber auch die andere Seite für Beruhigung und Schlaf haben wir einiges an Produkten in unserem Portfolio. Also von hoch, von aktiv bis tief, bis zum Schlafen. Genau, alles eigentlich dabei. Sogar der ganze Tag, von der Früh bis zum Schlafen gehen, wird abgedeckt. Und ich habe schon ein bisschen angesprochen, es geht heute um die Stärkung der Mitte für Magen und Darm und möchte eigentlich gleich mit dem ersten Produkt starten, das wir hier vorbereitet haben. Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder. Magnesium, ja. Aber in diesem Fall haben wir Magnesium 500 plus mit extra Vitaldepot und mit allen B-Vitaminen. Also gefühlt, wenn ich das zu mir nehme, dann habe ich schon gut was getan für meinen Körper. Was steckt dahinter? Genau, also du hast es schon gesagt, Magnesium plus. Wir haben natürlich zum einen als Hauptbestandteil 500 Milligramm Magnesium in einer Tablette enthalten. Magnesium ist super vielfältig, es unterstützt die Muskelfunktion, es unterstützt den Energiestoffwechsel, aber auch das Nervensystem und in seiner normalen und gesunden Funktion. Und neben dem Magnesium haben wir dort auch zusätzlich noch in einer Tablette alle B-Vitamine enthalten. Und das Extra Vital Depot, das
ist eine Technologie, die dafür sorgt, dass nicht alle Nährstoffe sofort abgegeben werden, sondern dass sich das über mehrere Stunden hinweg kontinuierlich abgegeben wird und somit den Körper mit diesen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag hin ausreichend versorgt. Ich gebe mal eine raus. Was ist so die Verzehrsempfehlung? Genau, Verzehrsempfehlung ist eine Tablette täglich, weil in der einen Tablette ist tatsächlich schon alles drin. Man deckt 100% des Tagesbedarfs an Magnesium, sogar etwas mehr und kann somit seinen Körper bei körperlichen Belastungen durch Sport, Beruf oder Herausforderungen im Alltag, sei es Stress, unterstützen und genau, also da ist das Produkt wirklich super vielfältig durch die ganzen verschiedenen Vitamine, die da auch enthalten sind. Genau. Also diese Liste, das muss man mal vorlesen, bitte. Die Vitaminliste ist ja unendlich. Also wir haben da eben diese 500 Milligramm Magnesium drin. Wir haben B12, wir haben Folsäure, Biotin, B1, B2, B3, B5, B6 und damit einfach schon eine ordentliche Liste. Und das alles nur in einer Tablette, die ich mit einem Glas Wasser einfach... Genau, also je nach Präferenz, wie versiert man im Tablettenschlucken ist, Empfehlung am besten mit einem Glas Wasser zwischen den Mahlzeiten. Mhm. Eine Tablette täglich. Wir haben in der Packung 42 Tabletten, das heißt, es reicht tatsächlich für eine Packung reicht für 6 Wochen. Wollte ich gerade sagen, also da ist schon auch ordentlich was drinnen und unterstützt die gesunde Muskelfunktion, Energiestoffwechsel und die normale Funktion des Nervensystems. Also gerade eben, wenn man in Situationen ist, wo die Nerven doch ein bisschen beansprucht werden, ja, das kennt wahrscheinlich jeder, dann ist der Magnesiumbedarf einfach vielleicht bei dem einen oder anderen doch größer. Eines kann ich sagen, ich liebe Magnesium zum Schlafen gehen. Ich finde das irrsinnig entspannend und das wäre zum Beispiel eine Option, das auch abends einzunehmen. Genau, also man kann das sowohl morgens als auch abends als auch über den Tag zu sich nehmen und durch das Vitaldepot kommt das dann wirklich zu dieser kontinuierlichen Versorgung dann auch, wenn du es abends einnimmst, dann über die ganze Nacht. Mhm. Und da sehe ich auch gerade, das ist die Folsäure und das Magnesium auch in der Kombination, die Verringerung von der Müdigkeit und der Erschöpfung ein bisschen ankurbeln und so einfach uns den Tag oder eben die Nacht, so wie es in meinem Fall ist, weil ich das Magnesium gern abends anwende, ein bisschen entspannter gestalte. Ich zum Beispiel nehme es nach dem Sport. Ich mache jetzt nicht so viel Sport wie die zwei eben von Maxi Nutrition. Aber gehe dann doch ab und zu mal laufen, jetzt seit kurzem. Und da möchte ich meinen Körper dann auch unterstützen und nehme es dann zum Beispiel zum Sport, um das Sportthema nochmal aufzugreifen. Ja, klar. Also vor allem die Sportler beschäftigen sich ja da ganz intensiv, in welcher Kombination die einzelnen Inhaltsstoffe nämlich auch funktionieren. Und das schätze ich sehr. Da ist schon alles inkludiert. Da brauche ich nicht viel nachdenken, wann nehme ich jetzt die B-Vitamine dazu, sondern ich weiß ganz klar, die sind in diesem Produkt schon beinhaltet. Genau, und zwar alle. Und zwar alle. Die ganze Litanei, die ich vorhin schon aufgelistet habe. Genau. Es gibt aber Menschen, und da gehöre ich auch dazu, ich will nicht immer Tabletten schlucken. Ja? Da gibt es dann noch andere Möglichkeiten. Da machen wir einen schnellen Wechsel. Also das wäre mal mit Magnesium 500+. Andere Darreichungsform wären, nur so als Vorschlag, zum Beispiel Brausetabletten. Genau. Wie du schon sagst, nicht jeder ist jetzt firm mit dem Nehmen von Tabletten oder möchte es auch einfach nicht. Und da haben wir... verschiedene andere Galeniken im Portfolio, unter anderem diese Brausetabletten, aber auch Direktsticks. Und so eine Brausetablette ist natürlich auch super einfach einzunehmen. Da brauchen wir einfach nur ein Glas Wasser, circa 200 Milliliter, wo sie einfach reingeschmissen wird und dann kann man sie ganz einfach trinken. Ja, wir können es gerne einmal vorführen. Und sie hat auch einen super leckeren Zitronengeschmack. Ah ja? Genau. Also es soll auch erfrischen. Festig. Und ich kann ja so lange mal erzählen, was da enthalten ist. Also wir haben hier 400 Milligramm Magnesium mit drin. Das deckt genau die 100% Tagesbedarf an Magnesium, die wir haben. Und zusätzlich Vitamin C und Vitamin E. Insgesamt ist also die Tablette für aktive Muskeln auch, zum Beispiel auch durch erhöhten Bedarf nach dem Sport geeignet, aber auch für den Energiestoffwechsel, dank den Vitaminen, die auch noch enthalten sind und auch dank Magnesium natürlich dann auch zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung und auch ein sehr vielseitiges Produkt.
Also auch da habe ich wieder diese Kombination mit anderen Vitaminen, muss die nicht noch zusätzlich mühsam kaufen, mir über die Dosierung Gedanken machen, sondern ich weiß, mit einer Tablette täglich. Genau, eine Tablette am Tag deckt tatsächlich die 100% Tagesbedarf von allen drei Inhaltsstoffen, also sowohl vom Magnesium als auch vom Vitamin C als auch vom Vitamin E. Könnte man vorstellen, dass dieses Produkt auch dann wieder spannend wird, wenn rundherum alle zum Husten und Niesen beginnen. wenn ihr da wirklich das Magnesium, das Vitamin C und auch noch zusätzlich Vitamin E drinnen habt, dann habe ich da ein erfrischendes Getränk. Darf ich mal kosten, ja? Ja, sehr gerne. Also auch vom Geruch her auf jeden Fall sehr erfrischend, zitronig. Riecht jetzt auch nicht so süßlich. Und schmeckt auch sehr gut. Das ist zum Beispiel auch was ich mir vorstellen könnte, auf eine größere Menge Wasser und dann einfach so ein bisschen über den Tag verteilt trinken. Genau, kann man natürlich auch machen. Unsere Empfehlung ist einfach mit einem Glas Wasser, also ca. 200 Milliliter. Aber das ist ja auch eine Geschmackssache und je nach Präferenz. Mhm. Genau. Also wie ist das in deinem Fall? Wechselst du dann zwischen Tabletten und Brausetabletten oder... Was ist da so deine Präferenz? Ich bin tatsächlich viel mit Tabletten, das macht mir gar nichts aus und greife dann eher zu der auch höher dosierten Variante, weil in den Tabletten waren ja zum Beispiel auch 500 Milligramm Magnesium drin. Mein Mann zum Beispiel mag keine Tabletten, er nimmt dann liebend gerne Brausetabletten, dann nach dem Fußball oder genau, als Unterstützung. Ja, ich glaube, man ist einfach tatsächlich irgendwie froh, wenn man mal ein Getränk zu sich nehmen kann, was eben nicht nur stilles, reines Wasser ist, weil, also das kann ich auch sagen, man hat tatsächlich so das Gefühl, es ist kohlensäurig, ja, also wie wenn ihr ein Sprudel Wasser, genau, und es sprudelt nämlich, ich habe das jetzt genau beobachtet, es sprudelt nämlich auch lange nach. Also dieses Prickelnde, dieses Erfrischende ist auf jeden Fall für Temperaturen, so wie es heute war, sehr, sehr gut geeignet. Wie viel haben wir da drinnen, haben wir gesagt? 15 Tabletten sind es. Das heißt, bei einer täglich reicht es für ein bisschen mehr als 2 Wochen, 15 Tage. Und auch ideal kann man sie auch einfach mal so ins Büro mitnehmen oder in die Handtasche, wenn man da mal so... bisschen Appetit auf was Erfrischendes hat. Oder oft, finde ich, spürt man es ja auch tatsächlich. Man hat einen erhöhten Magnesiumbedarf, den man dann schnell decken kann. Genau, also ist auch super praktisch. Kann man in jede Handtasche werfen und einfach mitnehmen. Wie ist es zum Beispiel bei solchen Produkten jetzt nochmal, um auf deinen Job zurückzukommen, weil es ja eurem Unternehmen auch sehr wichtig ist, auf Kundenfeedback zu hören. Das darf man schon verraten. Im DM Online-Shop haben die eine ausgezeichnete Bewertung. Also auch die vorher, die 500 mit 4,8 bewertet, die sogar mit 4,9 Sternen von 5. Dieses Feedback, wie wichtig ist das für ein Unternehmen in der Entwicklung? Super wichtig auf jeden Fall. Und es freut uns natürlich sehr, dass die DM-Kunden das Produkt so schätzen. Und ja, das gibt uns dann zum Beispiel auch hier das Feedback, dass der Geschmack, so wie er gerade ist, lecker schmeckt. Und der Geschmack ist ja gerade bei diesem Produkt, aber auch bei anderen Produkten ein super wichtiger Faktor. Und da ist das Kundenfeedback für uns natürlich enorm wichtig. Also das wäre zum Beispiel so etwas, so eine Information kommt dann zu dir und dann wird dran gefeilt. Genau. Also wenn jetzt wir zum Beispiel das Feedback bekommen würden, bei einem Produkt wäre der Geschmack jetzt nicht optimal, dann würden wir uns natürlich Gedanken machen, was können wir daran optimieren, wie können wir den Konsumentenwünschen besser entsprechen und würden dann dementsprechend schauen, was wir für Möglichkeiten haben und reagieren. Genau. Also da habe ich jetzt nichts auszusetzen. Da würde ich jetzt einfach 5 Sterne vergeben, direkt. Ein Thema, das auch noch ganz wichtig ist, wenn es um Wohlfühlen geht und ich glaube, das ist nicht nur bei uns Frauen so, die Verdauung. Wenn die Verdauung funktioniert, dann sind wir glücklich. Wenn die Verdauung nicht funktioniert, dann eher weniger. Und genau darum geht es in unserem nächsten Produkt. Ich darf da auch noch mal kurz einen Austausch machen. Und zwar haben wir da jetzt die Artischocke Plus. Was kann die Artischocke? Wofür brauchen wir die? Genau, die Artischocke, die ist ja schon seit Jahrhunderten dafür bekannt. Sie unterstützt unser Leber-Galle-System und regt auch die Bildung von der Gallenflüssigkeit an und ist dementsprechend auch zur Unterstützung unserer Verdauung gut. Ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man im Stress ist, im Hektik, gerade reichhaltiges Essen zu sich genommen hat,
gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man es dann danach merkt. Mhm. Und da muss man natürlich, ist natürlich schnelle Abhilfe gefragt. Und da ist es natürlich gut, wenn man dann auf eine natürlich wirksame Alternative oder Möglichkeit zurückgreifen kann. Und unser Produkt enthält Extrakt aus der Artischocke, die natürlich wirksam dann die Verdauung unterstützt. Ich glaube, viele kennen das eben auch aus dem Urlaub. Wenn man da Sachen isst, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, dann wäre sowas schon ideal. Ich schau mal rein. Wie ist da die Einnahme? Genau, auch hier, wir haben hier Kapseln. Hier ist auch die Empfehlung, einmal täglich eine Kapsel zu sich zu nehmen. Ich schau mal hier. So, und dann ist natürlich die große Frage. Oft weiß ich ja schon, wann die große Völlerei startet. Wann soll ich das Vorbeugen vielleicht auch einnehmen? Genau, also da je nach Bedarf auch einfach, dass, also die Empfehlung ist einfach meistens so zwischen den Mahlzeiten und dann je nach Bedarf, wenn man das an dem Tag braucht, dann kann man das Produkt zu sich nehmen. Mhm. Aber schon so etwas, das nimmt man vielleicht einfach sicherheitshalber mit, weil man weiß es ja oft nicht, wie man genau reagiert. Und oft ist dann der erste Gang, der zweite, der dritte, der vierte, es wird immer fetter und fetter. Und dann haben wir die Thematik. Ja? Genau. Mhm. Also ja, da definitiv. Aber eine Tablette am Tag zur Unterstützung vom Leber-Galle-System. Mhm. Wir haben eine Frage vom Publikum, um jetzt noch mal kurz zurückzuspringen. Und zwar, wie merke ich, wenn ich einen Magnesiumbedarf, also einen erhöhten Magnesiumbedarf habe? Ich bin da natürlich jetzt keine Medizinerin, um da irgendwelche Aussagen zu treffen, wie man das genau mit dem Mangel merkt. Aber also ich persönlich merke es zum Beispiel, wenn ich nach dem Sport, wenn ich dann erschöpft bin und merke, dass meine Muskeln Unterstützung brauchen, dann weiß ich, okay, Magnesium unterstützt die normale Muskelfunktion und dann greife ich auf Magnesium zurück oder auch um den Energiestoffwechsel zu unterstützen und Müdigkeit, Erschöpfung vorzubeugen. Da kann Magnesium auf jeden Fall helfen, ist super vielseitig und genau. Mhm. Oder eben, ja, wenn ich schwer runterkommen kann am Abend, habe ich so das Gefühl. Dann merke ich, ja, okay, Magnesiumbedarf ist ein bisschen größer in diesem Moment. So, jetzt schauen wir uns nochmal unsere Artischocke an. Also das hat mich ja sehr, sehr verwundert, weil man kennt die Artischocke so vom Aussehen her, ja. Aber dass die tatsächlich so einiges bewirken kann, das ist wahrscheinlich viel neu. Es schaut auch schon die Tablette selbst so artischockig aus, oder? Ja, haben wir jetzt so eine leicht grünlich-bräunliche Farbe. Also unterstützt auf jeden Fall das Leber-Galle-System und damit auch die Verdauung. Hat auch wertvolles Olivenöl mit Omega-9-Fettsäuren drinnen. Und das Wichtigste, es ist natürlich wirksam. Genau. 30 Stück sind drinnen. Reichen die für einen Urlaub mit viel Völlerei? Naja, da du nur eine am Tag nehmen darfst oder solltest, wenn du jetzt nicht länger als 30 Tage Urlaub machst, dann sollte es für den Urlaub auf jeden Fall gut reichen. Was ich dann auch immer mache, ist, ich schneide mir dann aus dem Blister immer so diese einzelnen Tabletten aus und gebe die dann in meine Geldtasche, weil irgendwann kommt auf jeden Fall immer der Moment, wo man drauf zurückgreifen muss. Allzeit bereit. Ja, ja. Aber es ist schon ein Wunder, oder, was die Natur alles für uns bereithält. Findest du nicht auch? Definitiv. Also Begeisterung auf jeden Fall. Und die Artischocke alleine kann schon viel. Aber es gibt dann auch noch eine Kombinationsmöglichkeit. Und zwar, wenn wir die Leberfunktion ein bisschen unterstützen möchten, und da sind wir jetzt beim Thema Alkohol angelangt, dann nehmen wir die Mariendistel dazu. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Genau, wir haben da nämlich noch ein zweites Produkt in dem Bereich mitgebracht. Das Abtei Mariendistel Plus enthält sowohl die Artischocke als auch die Mariendistel, wenn man dann noch zusätzlich die Leber weiter unterstützen möchte. Die Leber ist unser zentrales Entgiftungs- und Verdauungsorgan im Körper und dementsprechend auch zuständig für den Abbau von körperfremden Substanzen, wie du auch gerade sagtest, Alkohol oder aber auch bei Medikamenten. Und mit unserem Produkt Mariendistel und Artischocke, die Kombination, unterstützt man die Leberfunktion und aber auch, so wie eben bei dem Produkt auch, die Verdauung, Leber und Galle.
Also wann würdest du die Artischocke alleine in diesem Produkt anwenden und wann die Kombination? Jetzt so aus ganz deinem privaten, persönlichen Umfeld, weil du bist ja da Profi, du hast ja sicher alles immer eingesteckt. Ja, ich habe vieles schon getestet von unseren Produkten. Ja, das ist auch so ein bisschen so eine persönliche Präferenzsache, weil auch die Mariendistel, ich meine, die schaut nicht nur schön aus, wenn du mal auf der Verpackung schaust, da ist die Mariendistel, ja hier vorne, ach so. Abgebildet. Sie ist eine schöne Distel und auch seit Jahrhunderten schon bekannt. Für ihre Naturheilkraft. Mhm. Und da gibt es einfach Konsumenten, die schätzen die Mariendistel sehr. Es gibt andere, die schätzen die Artischocke sehr. Und in dem Produkt hier haben wir die Kombination aus beidem und eher den Fokus auf die Leber. Und in dem Artischocke-Produkt haben wir eine höher konzentriertere Dosierung von der Artischocke und somit dann vollen Fokus auf Lebergalle. Wie viel habe ich da in der Packung drinnen und täglich eine Kapsel? Genau, auch täglich eine Kapsel. Wir haben hier, glaube ich, auch 30 Tabletten drinnen. Mhm. Genau, also 30 Kapseln haben wir drin. Mit dem Mariendistelöl und dem Extrakt aus der Artischocke in Kombination. Und wie eben schon gesagt, ist einfach super in der Anwendung, wenn es zum Beispiel bei Familienfesten, wo es ja beides gibt, sowohl super viel Essen, ich kann mich am Buffet nur schwer zurückhalten, und dann natürlich auch das ein oder andere Sektchen, was dann vielleicht auch dann dem einen oder anderen nicht ganz so gut bekommt. Und dann in der Kombination kann man dann durchaus guten Gewissens sich denken, okay, ich glaube, ich sollte vielleicht meine Verdauung ein bisschen unterstützen. Und mit Mariendistel und Artischocke, mit der kombinierten Kraft, kann man auf jeden Fall Leber und Galle gut unterstützen. Merkt man das dann auch relativ schnell, die Wirkung? Wie ist das in deinem Fall? Ja, also... Wie einnimmst? Das ist einfach so ein allgemeines Gefühl, was sich dann einstellt, was nicht so ist, wie ich muss mich jetzt sofort niederlegen nach dem Schweinsbraten. Genau, also wenn ich weiß, da kommt viel auf mich zu, dann nehme ich das vielleicht auch schon vorher, weil die Tablette muss natürlich auch erstmal sich im Magen dann auflösen und um dann die Kraft entfalten zu können. Kann das jeder nehmen, möchten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen. Kann das jeder nehmen? Also das ist für Erwachsene und ich glaube ab 12 Jahren sogar auch schon. Kleine Erwachsene. Gerade nochmal schauen. Also auf jeden Fall für Erwachsene. Es ist aber glutenfrei und laktosefrei auch. Wenn man sich jetzt vegan ernährt, kann man es leider nicht einnehmen. Aber ansonsten kann das eigentlich schon jeder Erwachsene nehmen, der seine Verdauung unterstützen möchte. Und man muss sich das mal auch von der Konzentration her vorstellen. 20-fach konzentrierte Kraft der Artischocke. Also da wird wirklich dieser Wirkstoff so konzentriert und in so eine mini kleine Kapsel gepresst. Genau. Und die Mariendistel ist auch noch dabei. Ja eben, die musste auch noch rein. Wie funktioniert das? Ja. Technik. Modernste Technologie. Genau, das war es, was ich am Anfang meinte mit Abtei. Mhm. Wir kombinieren die Natur, unser Naturheilkunde-Wissen mit modernster Wissenschaft und packen dann so ein schönes Produkt zusammen. Also wenn wir das so föllern, dann brauchen wir diese Gallenflüssigkeit, um zu verdauen. Und die wird eben durch Mariendistel Plus mit Artischocke angeregt. Und dann kann man mal ein bisschen durchatmen. Also vor allem Empfehlung für fettreiche Speisen. Genau. Es ist jetzt nicht nur so viel, 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 sondern schon, wenn man weiß, da ist ordentlich an Fett eingebaut. Genau, die Fettverdauung auch unterstützt wird durch das Produkt und dementsprechend, wenn ich dann am Buffet ordentlich bei der Sahnesoße zugeschlagen habe. Was wir doch alle ganz gern mal machen, oder? Durchaus. Naja, wenn man weiß, was funktioniert, dann kann man das ja tun. Aber grundsätzlich ist es schon so, es fahren viele jetzt dann in den Urlaub und es gibt, glaube ich, kaum was Schlimmeres als dieses aufgeblähte Gefühl, das sich bei vielen dann einstellt. Oft ist es ja auch so nach Flugreisen. Da haben wir noch ein Produkt. Melanie, ich bin schon gespannt, was du uns da mitgebracht hast. Alleine das Bild ist schon mal vielversprechend. Es schaut tatsächlich nach Entspannung aus. Genau, das ist unser Abtei Magen-Darm-Entspannung. Das ist ein Medizinprodukt und das sind Kautabletten mit frischem Pfefferminzgeschmack, die dann natürlich zu schneller Abhilfe sorgen sollen, wenn ich jetzt schwer verdauliche Speisen zu mir genommen habe, auch zu große Mengen, aber auch bei Stress oder auch Bewegungsmangel kann es ja dazu kommen, dass man
Völlegefühl im Bauch hat, einen Druck oder auch Blähungen. Und da ist natürlich dann unser Abteil Magen-Darm-Entspannung der richtige Begleiter. Die Kautabletten sind super praktisch auch für unterwegs, weil man kann sie einfach so einnehmen ohne Wasser, einfach in den Mund und dann einmal kauen. Und dadurch, dass dann die Tablette im Mund auch gekaut wird, kann sich der Wirkstoff direkt freisetzen und sobald der im Magen ist, sofort wirken. Und welchen Wirkstoff haben wir da drin? Das ist ein klinisch getesteter Wirkstoff, Simeticon. Der wirkt als Entschäumer und löst quasi die Gasansammlungen im Bauch auf und löst somit den Druck und entspannt auch den Bauch. Mhm. Und das wirkt dann tatsächlich auch recht schnell. Ja, riecht und schmeckt nach Pfefferminze, was ich jetzt so mitbekommen habe, also auch durchaus sehr erfrischend, wenn man das mal zwischendurch braucht. Und auch da sagst du, vorbeugend macht Sinn oder dann tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, es fängt an, sich ein bisschen aufzublustern? Ja, also ich würde es grundsätzlich schon nehmen, wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt hier Unterstützung, ich brauche jetzt eine Lösung. Ist aber auch individuell dosierbar, das Produkt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur so einen leichten Druck im Bauch spüre, dann nehme ich eine Tablette und bei stärkerem Druckgefühl oder Blähung kann man bis zu 6 Tabletten täglich nehmen, je nach persönlichem Bedarf und kann das dann entsprechend selbst individuell dosieren. Also so wie es ausschaut, wird es ein durchaus entspannter Sommer, dank den Produkten, die du uns heute vorgestellt hast, liebe Melanie von Abtei. Nicht vergessen, wir verlosen auch an alle Stream-TeilnehmerInnen 10 Pakete mit Produkten von Abtei. Dir wünsche ich eine schöne Sommerzeit. Danke fürs Kommen. Und damit sind auch wir schon am Ende unseres Livestreams angelangt. Euch wünsche ich auch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es war was dabei. Nächste Woche unbedingt einschalten. Das ist der 12. Juli und da geht es bei uns um TikTok-Trends und Hypes von und mit Balea. Und da wird euch dann meine Kollegin Laura Peter begrüßen. Die kennt sich da aus, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und jetzt erstmal einen schönen Abend. War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Baba.